Die Ardennenoffensive ging von 1944 bis 1945 und war auch unter dem deutschen Decknamen Unternehmen Wacht an Rhein bekannt. Im anglo-amerikanischen Sprachgebrauch ist er eher unter Battle of the Bulge, also Schlacht der Ausbuchtung, bekannt. Es war ein Versuch der Wehrmacht, den westalliierten Armeen eine große Niederlage zuzuführen und den Hafen von Antwerpen zurückzuerobern. Ohne diesen Hafen hatten die Alliierten nicht die Nachschubmengen anlanden können, die sie für einen weiteren Vormarsch bräuchten. Die Ardennenoffensive galt als die vorletzte deutsche Offensive an der Westfront im Zweiten Weltkrieg. Hitler hoffte, die durch die Ardennenoffensive an anderen Frontabschnitten entstandene Ruhe ausnutzen zu können. Daher ordnete er auch in Lothringen und im Elsass eine Offensive Unternehmen Nordwind zur Zerschlagung der 7. Armee an. Beide Offensiven scheiterten. Heute schauen wir uns das Museum in La Glace an und hier könnt ihr die Kampfspuren am Panzer Königstiger in La Glace erkennen. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Meine Freunde, ich bin drin. 9 Euro kostet das Ticket. Und man geht dann direkt hier hoch. Die meisten wissen es wahrscheinlich. Also, warum wurde hier gekämpft? Es geht hier um das Thema Wacht am Rhein. Die letzte oder das letzte Aufgebot Hitlers gegen die anrückende US-Armee oder Alliierten-Armee. Es waren ja nicht nur US-Soldaten. Und man hat sich hier entlang der US-Armee Front sehr stark im Bereich des Hürtgenwaldes gesammelt und ist dann über drei Spitzen hier Richtung Antwerpen vorgestoßen. Man hatte vor, hier quasi den Amerikanern oder den Alliierten den Nachschub abzuschneiden und dann einen quasi Verhandlungsfrieden mit denen auszuhandeln. Aber das hat nicht geklappt. Die ersten Tage gingen allerdings relativ gut, weil das Wetter schlecht war. Die alliierten Flugzeuge konnten nicht starten. Aber als das Wetter gut war, dann hatten die ganzen Panzer und die restliche Armee überhaupt keine Chance und sind dann hier in den Wäldern zum Stehen gekommen. Genau, Malmedy, sehr interessant. La Glace, da wo wir jetzt sind, Stavelot. Hier hat es richtig gekracht. Das Diorama zeigt den Ort La Glace. Ich weiß nicht genau, wo wir sind, aber wahrscheinlich irgendwo da hinten. Wir sind ja oben auf dem Berg, nicht da. Da hinten sind wir. Da sind wir. Und interessant, hier steht, die Kampfgruppe Piper war eine super ausgestattete, hochgerüstete Kampftruppe mit insgesamt 4.800 Männern und 600 Fahrzeugen. Und die hatte auch den superschweren und ganz neuen Tiger II oder auch Königstiger genannt. Und als es hier als hier die Kämpfe ausbrachen, hatten die Deutschen es sehr schwierig, weil das Terrain nicht auf deren Seite war. Ihr seht es, es gibt hier Täler und Berge und viel Geröll und unbefestigte Straßen. Und deswegen konnten die Tiger II ihre volle Stärke nicht ausspielen. Und ja, Piper musste dann irgendwann aufgeben und hat hunderte von Fahrzeugen zurückgelassen, auch 6 Königstiger und einer da draußen, oder einen sehen wir noch da draußen. Sehr interessant. Häufig ist ja im Zusammenhang mit der Ardennenoffensive nur der Name Piper gefallen, jedenfalls in meinem bei meiner Recherche. Es gab aber auch Kampfgruppe Knittel zum Beispiel. Und auch die hat einen Großteil dazu beigetragen in der Ardennenoffensive. Und es gibt ein Massaker. Es gab natürlich mehrere Massaker, aber eins ist ganz besonders, nämlich
das Massaker von Malmedy. Dort wurden in einem Hinterhof, ich glaube, Dutzende oder zwölf, glaube ich, 23 Soldaten amerikanischer Herkunft wurden erschossen. Und das ging ein in mit dem Namen Massaker von Malmedy. Da gibt es auch ein großes Denkmal. Insgesamt haben hier 7 Stück gekämpft und 6 wurden aufgegeben. Das wird wahrscheinlich eine Hummel gewesen sein. Und ihr seht, das Dorf war ordentlich zerstört. Derjenige, der oben auf dem Plateau war oder auf dem Berg, hatte immer einen strategischen Vorteil gegenüber den Angreifer. Man hat ja sowieso als Angreifer immer den Nachteil. Und deswegen kämpft man eigentlich 1:3, besser 1:7, damit man überhaupt eine Chance hat. 90 mm Kanone in Action. Und hier ist sie zerstört. Und das Schild gibt es immer noch. Hier seht ihr die beiden, den Panzer, den Königstiger. Und so sah das damals aus. Das war die Railroad Station, also der Bahnhof. 2 angeschossene Pantherpanzer. Hier rückte die deutsche Infanterie inklusive Half-Track vor. Und hier wurde eine 90 mm Kanone der US-Streitkräfte aufgebaut. Und der hat 2 Stück zerstört. Aber ja, danach war das auch zerstört. Und so sah der Panther aus, der zerstörte. Wow. Wow. Leute, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist ja unfassbar. Okay, es ist ein Rundgang. Dann werden wir auch genauso gehen. Ich denke, ihr habt es auch schon gesehen. Das ist unvorstellbar. Unvorstellbar. Schaut mal hier, medizinische Fläschchen. Häufig auch Morphium und alles, was es so gab. Spiritus. Unvorstellbar. Eukadol. Dämmerschlaf. Oh Mann, nicht splitternde Marionette. Blendax. Zahnpasta. Prakodin. Häufig ist ja alles, was mit Ihnen endet, irgendein Morphium, Codein, Morphin und so weiter. Oder Dol ist auch häufig Morphium mit der Endung. Und ja, hier haben wir auf jeden Fall einiges mit den Endungen. Wow, das ist Hammer. Und das Gebäude war damals das Feldlazarett. Ich bin total begeistert. Wird wieder ein langes Video, Leute. 1943, Verbandskasten. Keine Ahnung, was das ist. Und hier Operationsbesteck. Handspreizer, Knochensäge, alles dabei. Möchte man sich gar nicht vorstellen. Persönliche Ausrüstungsgegenstände auf jeden Fall benutzt. Guckt euch mal den Schuh an. Koppelschloss. Bajonette. Eine Lafette für das MG 34 oder 42, weiß ich immer nicht. Richtig krass. Auch hier wieder Kraftstoff. Behälter. Das müsste ein Ersatzlauf sein, genau. Da ist ja drin der Lauf. Krass. So, die haben wir. Gasmaskenbox. So, hier steht, dass die Deutschen nicht gut ausgerüstet waren für den Winterkampf. Und das waren manchmal nur die Mäntel, die sie anhatten. Persönliche Ausrüstungsgegenstände. Und hier steht ein Willys Jeep. Mit einem Browning-Maschinengewehr. Auch nicht gerade
witzig, wenn man in den Lauf von diesem überschweren Maschinengewehr reinschaut. Die wurden auch in Flugzeugen als Bordwaffen eingesetzt, dann meistens zu sechst. Nee, schaut euch das mal an. Das ist tatsächlich, haben die das mit Epoxid wahrscheinlich gemacht. Haben sich richtig Mühe gegeben, auch dass hier vereinzelt Patronen auf dem Boden liegen. Ist richtig gut gemacht. Munition. So, und jetzt wird's richtig spannend, Leute. Wir müssen gleich noch eine Sache nachholen, aber wir wollen den Leuten auch nicht auf die Nerven gehen. Schaut euch das mal an. Das sind alles Dinge, die sind dann von Sonnenland oder bei Bauarbeiten oder beim Graben sichtbar geworden. Und das sind persönliche Ausrüstungsgegenstände. Sogar noch mit der Party, mit dem Dreck dran. Sogar da noch ein Brief. 13.03.45. Eidesstattliche Erklärung. Unvorstellbar. Da wird der Krieg und die Situation auf einmal ganz nah. Also, ich glaube, ich habe schon zwei oder drei Mal gesagt, absolute Empfehlung, das Museum mit eins der besten von der Ausstattung her, die ich je gesehen habe. Auch hier wieder persönliche Bilder. Kreta. Foto von Adolf Hitler. Olympia 36. Aber jetzt, Leute, aus meiner Sicht eins der absoluten Highlights hier im Museum. Das habe ich mir für den Schluss aufgehoben, als ich es gerade gesehen habe. Noch mehr persönliche Ausrüstungsgegenstände. Schaut euch mal das Gewehr an. Das lag jahrelang im Boden. Die Zeitung. Ein Messer von der US-Armee. Hier Holz, Baum, wo ein Projektil drin steckt. Das, ein Kondom. Verschiedene Abzeichen. Schlagring. Ganz viele Abzeichen. Irgendwas aus Leder. Vielleicht eine Kamera. Boah, Leute, das ist ja unglaublich. Eine alte Stangun müsste das sein. Und noch mehr persönliche Ausrüstungsgegenstände. Granaten ohne Ende. Auch Zünder noch. Durchschossene Feldflaschen. Zahnbürsten ohne Ende. Zahnpasta. Rasiergel und Schaum. Rasierer. Seife. Bajonettemesser, Brillen, ihr seht, wow, schaut euch das mal an, unvorstellbar, Mörsergranaten. Da werde ich echt neidisch. Aber es ist glücklich, dass das Museum das ausstellt und dass jeder sich das anschauen kann, unvorstellbar. Jetzt machen wir hier oben weiter, Fernglas. Koppelschlösser, Kompass, da auch das Koppelschloss durchschossen, der hat es garantiert nicht überlebt, Bauchschuss ist richtig übel, Zahnprothesen, auch hier aufgerissen, wow, ja Leute, und man kann sogar Dinge kaufen, der Helm zum Beispiel 150 Euro, der wird umfunktioniert, zu einer Schöpfkelle, 20 Euro für eine Trinkflasche, original Klappspaten von der Bundeswehr, also von der Wehrmacht damals. Schon spannend. So, meine Freunde, also im Hintergrund sehen wir nochmal das Museum. Ich muss euch wirklich sagen, und ich glaube, ich habe es schon drei oder vier Mal gesagt, ich habe es auch dem Herrn gerade gesagt, es ist wirklich eins der besten Museen, die ich mir bisher angeschaut habe. Und ich habe schon wirklich viele gesehen, weltweit. Es ist nicht groß.
aber auch nicht klein. Ich war jetzt ungefähr eine Stunde da drin, hat mir auch wirklich. Freunde, auf dem Weg zu meinem nächsten Ziel bin ich hier die ehemalige Frontlinie entlang gefahren und ich zeige euch mal was. Das sieht mir stark nach einer Panzersperre aus und das könnte ein ehemaliger Kampfgraben sein. Ich bin natürlich super angezogen jetzt, aber guck mal, dass ich hier runterkomme. Ich weiß es nicht. Schaut euch das mal an.